Die Bildungssprecherin der Grünen ist am Wort Sibylle Hammann. Davon reden wir da nicht, weil was Menschen mit Kunst und Kultur verdienen, ist oft sehr wenig. Wir wissen das, Menschen arbeiten in dieser Branche oft ohne fixe Anstellung, in prekären Verhältnissen, in Jobs ohne Mindestlohn oder guten KV. Da ist oft viel Selbstausbeutung dabei und das hält man in einer künstlerischen Biografie am Anfang manchmal für normal. Da ist man bereit, auf einiges zu verzichten, weil man brennt ja für die Sache. Aber auch Künstler und Künstlerinnen werden älter, wie wir alle, und sie haben Familie und sie gehen Verpflichtungen ein und sie sind verwundbar und dann kommen sie recht schnell drauf, dass man vom Lob und von guten Kritiken und vom Schulterklopfen allein keine Rechnungen zahlen kann. Und an diesem Punkt, glaube ich, und das ist unser grünes Verständnis, darf Kulturpolitik die Menschen, die Kunst und Kultur machen, nicht alleine lassen. Kulturpolitik und auch dieses Kulturbudget hilft mit, dass Menschen, die Kunst und Kultur machen, von ihrer Arbeit auch halbwegs anständig leben können, dass sie ihre Miete zahlen können, ihre Waschmaschine, ihre Zahnarztrechnungen und diverse Ausgaben für die Kinder. Und deswegen gibt es auch in diesem Budget das Fair Pay Programm. Das ist eine Initiative gemeinsam vom Bund und den Ländern und dem Städtebund und dem Gemeindebund gemeinsam erarbeitet mit den Interessensgemeinschaften des Kultursektors. Und ich werde dazu jetzt ein paar Worte noch erläutern. Im vergangenen Jahr schon gab es dafür 6,5 Millionen in einer Art Pilotprogramm. Das wird nun wesentlich aufgestockt auf 9 Millionen im kommenden Jahr. Und ich kann auch schon verraten, dieses Programm wird definitiv auch danach weitergeführt. Dieses Geld fließt in die freie Szene. Bisher ist es ja oft so, man beantragt Förderungen für eine Produktion, dann wird weniger bewilligt als kalkuliert und mittlerweile steigen auch noch die Preise und am Ende kürzt man halt dann bei den Künstlern und Künstlerinnen, damit sich alles irgendwie halbwegs ausgeht. Genau diese Lücke wird mit Fair Pay geschlossen. Das Geld, das hier zur Verfügung gestellt wird, muss ausschließlich in die Löhne und Gehälter fließen. Das sorgt dafür, dass gewisse Mindeststandards sich etablieren und eingehalten werden, was Honorare, was Stundensätze betrifft. Das heißt, das hilft allen Gruppen und Kulturinstitutionen, die eigentlich fair sein wollen. Es gibt ihnen die Möglichkeit, tatsächlich auch wirtschaftlich fair zu handeln. Das Ganze ist, wie auch die Kulturstaatssekretärin weiß, kein einfacher Prozess. Da müssen viele umdenken, da müssen viele Verantwortung übernehmen und mithelfen. Das ist dennoch extrem wichtig. Deshalb ein großes Danke an alle, die sich mit großer Ausdauer an diesem schon langen Prozess seit Jahren beteiligen. Auch das BMKÖS in ihrer Person wird hier definitiv nicht locker lassen, damit sich faire Bezahlung auch in der Kultur langfristig durchsetzt und damit Künstler und Künstlerinnen gut leben können, gerade in einem Land, das sich selber Kulturnation nennt. Vielen Dank. Sibylle Hammann von den Grünen war das, sie ist Bildungssprecherin. Meine Damen und Herren, wir sind mitten in der Debatte zum Bundesfinanzrahmengesetz der Jahre 23 bis 26 und Bundesfinanzgesetz für das nächste Jahr. Dieses ist in Untergruppen geteilt. Die Sitzung zum Budget, die dauert ja 3 Tage. Heute ist der erste. Sie wird am Abend unterbrochen, um morgen fortgesetzt zu werden. Im Moment wird die Untergruppe 32 des Budgets debattiert. Kunst und Kultur ist das.